spirituelles Erwachen. Es wird in letzter Zeit recht viel über dieses Thema geschrieben, in Audio- oder Video-Podcasts darüber gesprochen. Und es ist interessant, da dem einen oder anderen oder der oder ein oder anderen zuzuhören. Und zugleich spürt man auch, dass da Menschen sprechen, die einen, welche es selbst erlebt haben, und die anderen, die es rein vom Verstand her betrachten. Was eigentlich auch logisch ist, denn wer es nicht erlebt hat, der weiß nicht, von was er spricht. Weil so vieles im Leben ist in der Praxis komplett anders, als man es glaubt, in der Theorie zu wissen. Ich will jetzt nicht als Oberlehrer irgendwo rüberkommen, auch wenn das jetzt vielleicht so klingt, aber es ist ein Thema, was mich schon lange beschäftigt, weil ich das Vergnügen und die Gnade und das Glück hatte, dass ich dies erleben durfte. Das ist schon fast 20 Jahre her. Und so versuche ich, was das Ereignis selbst angeht, beziehungsweise was davor und was danach anders war, eigentlich wesentlicher über diese Punkte zu sprechen, denn was hat sich dann verändert? Und es ist nicht so, dass ich hier jetzt, wie viele andere da, alle möglichen Zitate aufführen möchte oder irgendwelche Gurus aufführen möchte, das spielt gar keine Rolle. Sondern eigentlich wäre der Zustand, den man nach dem spirituellen Erwachen hat, direkt danach oder währenddessen, dieser Zustand wäre eigentlich unser Normalzustand. Und wir werden am Anfang unseres Lebens, bereits eigentlich schon vor der Geburt unseres Lebens, in ein Leben, ja, ich sag's mal, wie es ist, gezwängt. Und obwohl wir das ja uns vorher, vor der Reinkarnation ausgesucht haben, welche Art von Erfahrungen wir machen wollten, welche Fähigkeiten wir vielleicht erlernen wollten, und dann bekommen wir mit Hilfe von anderen Seelen, mit Hilfe von Seelenverträgen diese Möglichkeiten, und wir suchen uns dann unsere Eltern quasi aus, und dann geht alles seinen Weg. Und bereits kurz nach der Befruchtung der Eizelle, sprich wenn Leben da ist, wenn Leben erschaffen worden ist, wenn der Lebensfunke, der göttliche Funke einschießt, wenn man so will, dann ist, fängt die Reise an. Dann ist noch nicht dieses Bewusstsein, also dieses verstandesmäßige Bewusstsein vorhanden. Das kommt ja auch wesentlich später. Doch es ist eigentlich so, dass dann wir vorbereitet und geformt werden. Gemäß dem Umfeld, in dem wir dann aufwachsen und gedeihen, bereits auch im Mutterleib aufwachsen und gedeihen, also von der Befruchtung bis zum Embryo, zur Geburt, als Baby, Kleinkind und so weiter, das ist alles Prägung. Und hier werden wir in eine Familie reingeboren mit entsprechendem Hintergrund, was Tradition angeht oder eben nicht, was Religion angeht oder eben nicht, was Gewohnheiten angeht. Und wir werden da eingebunden, und ob wir jetzt gewollt sind oder nicht gewollt sind, aber wir sind geplant, auch wenn das alle Beteiligten dann hinterher nicht mehr wissen. Und das Interessante dabei ist, wenn wir so heranwachsen und gedeihen, ob jetzt als Embryo im Mutterleib, bekommen wir schon sehr, sehr viel mit. Wie geht Vater und Mutter miteinander um? Sofern der Vater auch da ist, der Erzeuger. Wie ist die Mutter drauf? Ist die Mutter eine ruhige, gelassene? Ist sie freudig?
Oder ist sie gestresst? Ist die Schwangerschaft für sie eine Krankheit? Oder ist es für sie ein wahres Geschenk und sie wird dadurch energetisiert und schäumt über vor Energie und Freude und Lebenslust? Das sind alles so Kleinigkeiten, die sehr wesentlich sind. Und wenn die Mutter voller Energie ist, dann wirkt sich das logischerweise auf das wachsende Kind, den Embryo und dann das Kind aus und auch das, was danach passiert. Okay, das spirituelle Erwachen, dieser Zustand wäre eigentlich unser Normalzustand. Und durch diese Erfahrungen, je nach Familie, je nach Umfeld, werden wir daran gewöhnt, Mensch zu sein. Ja, ich meine es ganz ernst, wir werden daran gewöhnt, Mensch zu sein. Und wir werden in diese Rolle Mensch, egal wie du auch heißen magst, ob du jetzt Mädchen wirst oder ein Junge, du wirst in diese Rolle reingeboren und du wirst in diese Rolle reingebracht durch deine Eltern, durch dein Umfeld. Und es ist so, dann lernst du, erst den Namen, sobald man dann selber aussprechen kann, beziehungsweise dir wird der Name gesagt, du bist jetzt der Karl, du bist jetzt die Lieselotte oder wie auch immer du heißen magst. Und dann wird dir beigebracht, dass du dich mit dieser Rolle Mensch identifizierst. Ich hatte einen guten Freund und dessen Sohn, der war vielleicht 3, 4 Jahre alt und der sagte immer, Björn hat Hunger, Björn hat Durst. Und er sprach von sich selbst in der dritten Person und ich fand das äußerst interessant. Und erst Jahre später ist mir dann aufgefallen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Dieser Kleine war noch nicht in der Rolle vollkommen angekommen. Und beim spirituellen Erwachen, wenn wir diese Phase durchschritten haben, wenn wir uns erinnern, wenn wir plötzlich erkennen, wer wir sind, was wir sind, wenn wir in das volle Bewusstsein kommen und plötzlich feststellen, jawohl, wir sind nicht dieses kleine Menschlein, das da durch auf Gedeih und Verderb, durch die Wirren des Lebens, einmal gut, einmal schlecht, wie ein Herbstblatt im Wind rumgeweht wird, sondern wir erkennen dann, dass wir ein Teil des Ganzen sind, wir erkennen, dass wir ein spirituelles Wesen sind, wir erkennen die Zusammenhänge, wir erkennen das Ganze und das kann man kaum in Worte fassen und ich mache auch nicht den Versuch, weil das würde scheitern. Denn der menschliche Sprachgebrauch würde dazu gar nicht ausreichen, um das in dem vollen Umfang darstellen zu können. Das spirituelle Erwachen ist auch bei jedem Menschen komplett verschieden. Also mir sind jetzt im Allgemeinen 3 bis 4 verschiedene Wege bekannt, die ein Mensch in der Regel erleben kann. Es gibt wenige, die schon mit vollem wachen Bewusstsein zur Welt kommen. Man spricht hier, wie zum Beispiel in der Schweiz, gibt es die Christina von Drein, wo es so aussieht, dass sie ihr volles Bewusstsein von Geburt an erhalten hat. Dann gibt es unzählige Wege, die über den Weg des Leides gehen, durch Krankheit, durch ein Nahtoderlebnis, durch Ereignisse im Leben, die einen dazu zwingen, auf sich selbst zurückzufallen, die einen dazu zwingen, voll alles loszulassen, weil wir keine andere Chance mehr haben. Und dann plötzlich, nach dem ganzen Tal der Verzweiflung und des Leides,
erkennen wir, dass da noch etwas anderes ist. Und wenn wir das erste Mal diese Energie bewusst gewahr werden, dann überkommt uns ein Schaudern und wir bekommen möglicherweise Gänsehaut. Es wird uns warm ums Herz unter Umständen und wir bekommen alle möglichen Zustände. Und die Sehnsucht nach diesem Wahren, nach dieser wahren Essenz des allen Lebens, allen Seins, die wird immer stärker. Und die wird so stark, dass wir auf alles verzichten wollen oder können, nur nicht diese Erfahrung. Die Sehnsucht innerlich wird so immens und dass wir gerne auf alles zu verzichten bereit sind, nur um diese Erfahrung zu machen, um das zu erleben. Zumindest so habe ich das erfahren. Und es ist ein traumhaft schöner Weg, wenn man mal richtig auf dem Weg ist. Und wenn man dann diese Erfahrung durchschritten hat, stellt man dann auch fest, dass man nicht immer, weil man ist ja auch noch auf der anderen Seite Mensch, nicht immer in dieser höher schwingenden Frequenz sich befindet. Denn man muss ja auch im Alltag noch gewisse Dinge erledigen, mit anderen Menschen kommunizieren. Und dann kommt das richtige Üben. Das spirituelle Wachen ist nur ein Teil der ganzen Übung. Und dann kommt das weitere Loslassen. Es kommt das Aufsortieren von der Vergangenheit, diese Vergangenheit des menschlichen Lebens, dieses einen Lebens, vielleicht auch von anderen. Wir werden uns bewusst, dass wir zu anderen Zeiten in anderen Leben gelebt haben und mit anderen Seelen verbunden waren. Und es kann uns passieren, dass wir dann in diesem Leben diese Seelen, diese jetzt Menschen wieder treffen und entsprechende gemeinsame Erfahrungen machen dürfen. Es ist also äußerst interessant und es bleibt auch immerfort sehr spannend. Und eigentlich halte ich vor, ein Skript zu schreiben, aber ich habe mir gedacht, ich rede frei von der Leber weg, frei Schnauze, ist doch wesentlich besser. Ja, und wenn dann wir diesen Prozess des spirituellen Erwachens durchschritten haben, dann werden wir viele neue Dinge gewahr oder viele Dinge, die wir zuvor nicht wirklich wahrgenommen haben. Unser Bewusstsein wird wesentlich schärfer. Zum Beispiel in meinem Fall habe ich festgestellt, dass ich normalerweise eigentlich nicht einen besonders guten Orientierungssinn hatte. Danach hatte ich plötzlich einen fantastischen und habe auch jetzt einen fantastischen Orientierungssinn. Und es kommen Fähigkeiten, die verstärkt werden, die Fähigkeiten, die schon vorhanden waren, die dann plötzlich sich verbessern. Und eine der ganz wichtigen Dinge ist, dass die Intuition sich wesentlich verbessert und die Intuition mehr im Mittelpunkt gerät und man eigentlich mehr von innen heraus geführt lebt. Es tritt der Verstand immer mehr in den Hintergrund und der Verstand wird einfach mehr zum Werkzeug. Vorher war der Verstand derjenige, der gesagt hat, was passiert. Das merken ja auch manche Menschen, die jetzt auf dem Weg sind, die auf dem Weg des spirituellen Erwachens sind, die auf dem Weg der spirituellen Entwicklung sind, dass sie so ganz schwach und leicht etwas hören und wahrnehmen, so eine innere kleine Stimme und einen Hauch von mach doch dies oder jenes. Und dann flux ist dieser Gedanke weg und dann poltert der Verstand daher und sagt, ach, was für ein Quatsch, lass doch sein. Und das sind so die Dinge, die immer mehr werden, dass man dann von der Intuition sich führen lässt und so Entscheidungen trifft, die man vielleicht zu diesem Zeitpunkt und verstandesmäßig nicht mal einsortieren kann, warum man etwas macht, warum man etwas sagt, warum man etwas tut, weshalb man einen Menschen anspricht. Doch danach weiß man es ganz genau. Weil, wenn man sich selbst beauftragt hat,
okay, ich lasse mich von meiner eigenen Intuition führen, dann wirst du durchs Leben geführt und dann wirst du auch noch schneller immer wieder zurück zum roten Faden geführt, falls du mal aus der Balance kommst. Und man kann aus der Balance kommen. Das geht je nach Temperament und entsprechender Lebensweise, kann das schneller oder auch langsamer oder fast gar nicht passieren. Aber man ist immer noch Mensch und hat einen menschlichen Charakter, man hat Emotionen und Gefühle, man hat Bedürfnisse und auch das verändert sich. Es verändert sich das Bewusstsein, es verändern sich die, man hat das Gefühl, dass der Geschmackssinn intensiviert wird. Es sind übrigens alle Erfahrungen sind wesentlich intensiver. Es ist, wenn man eine Pflanze anschaut, eine Blume anschaut oder ich habe hier gerade eine Orchidee stehen, dann ist es eine andere Wahrnehmung als zuvor. Oder wenn ich rausschaue und ich sehe da die Blätter im Wind wehen und beobachte das. Oder ich sehe, wie der Himmel sich verändert, dass vielleicht eine Wolke durchgeht, das blau ist, das vielleicht grau zusammenzieht oder die Sonne wieder vorkommt. Es ist, all das ganze Erleben ist wesentlich intensiver. Ich musste jetzt gerade wieder mal daran denken, dass vor einigen Jahren bin ich durch Innsbruck gefahren und bin an einer Ampel mit dem Auto stehen geblieben. Und dann habe ich eine junge Frau gesehen, die offensichtlich am Telefon eine Nachricht bekommen hat. Sie war mit einer älteren Frau unterwegs und plötzlich musste sie bitterlich weinen. Und ich habe eins zu eins ihre Emotionen gespürt. Das kann dir übrigens also öfters passieren. Oder jetzt diese Tage, vor ein, zwei, drei Tagen, ich bin im Auto an einem Bahnhof vorbeigefahren, haben sie ein junges Paar, die haben sich geküsst und ich habe diesen Kuss gespürt. Ja, das hört sich irre an, aber ich habe diesen Kuss gespürt, wie die zwei sich innig küssen. Und ich habe mich für sie beide sehr gefreut. Das sind so Dinge, die du erfahren kannst und noch vieles, vieles andere mehr. Deine Telepathie entwickelt sich und viele andere Fähigkeiten entwickeln sich. Ich hatte eine Freundin getroffen vor einigen Jahren oder erst mal kennenlernen dürfen. Das war eine Inderin und die hatte das sogenannte innere Gehör. Oder eine andere Freundin, eine Schwedin. Wir haben miteinander kommuniziert, ich glaube per Skype, und plötzlich schreibt sie: Amazing, I can hear you. Und es war so, sie hat mir das dann beschrieben, sie konnte meine Stimme hören. Im inneren Ohr so quasi, ja. Also es gibt sehr, sehr viele interessante Erfahrungen. Und das Schöne dabei ist, wenn du dich mal auf den Weg gemacht hast und du hast dann diese Mühen und das Leid und diese verschiedenen Schwierigkeiten überwunden, wirst du feststellen, es wird immer leichter. Und je mehr du dich dem Weg zuwendest, kann sein, dass die eine oder andere Erfahrung nicht besonders schön ist und schmerzvoll ist. Aber wenn du sie durchstanden hast und wenn du diese Erfahrung weiter durchgearbeitet hast, also sprich diese Lebensaufgabe erarbeitet hast, dann wirst du feststellen, dass da es sich eine Erleichterung breit macht und du irgendwie das Gefühl hast, als ob du ein Geschenk bekommen hast, sodass du plötzlich, dass irgendetwas ganz leicht geht, dass du einem Menschen begegnest oder dass du eine wunderbare andere Erfahrung hast, dass dir einfach, wo du merkst, es geht dir jetzt wesentlich besser als zuvor. Deine Emotionen haben sich verändert zum Positiven. Und das ist auch das, was ich nur jedem sagen kann, der auf dem Weg ist. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Und es sieht so aus, die Zeit ist jetzt gleich rum. Ich werde vermutlich hier noch einen weiteren Podcast machen. Ich habe das bewusst als Audio-Podcast gemacht, damit du dich auf meine Stimme und auf den Inhalt konzentrierst. Es sind noch ein paar Landschaftsbilder und ein wunderschönes Bild von einer. Ja, findest du es mal selber raus, was das ist. Und es hat mich gefreut, dass du mir zugehört hast. Ich danke dir fürs Zuhören und für deine Zeit. Und ich wünsche dir aus tiefstem Herzen alles erdenklich Liebe und Gute.